Hallo und herzlich willkommen in unserer Küche. Ich bin Norbert Wanka, der Vorsitzende des Jägervereins Neustadt an der Aisch. Ich habe mir heute zum Kochen meine Tochter Simone Fasel zur Seite gestellt und wir möchten euch heute ein ganz tolles Gericht, das man das ganze Jahr über kochen kann, präsentieren. Heute gibt es Ravioli mit Rehhack in Salbe. Für den Nudelteig brauchen wir Mehl, Eier, Olivenöl und Salz. Das genaue Rezept findet ihr auf der Website des Jägervereins Neustadt-Aisch. Für die Füllung verwenden wir Walnusskerne, Ricotta, gemahlenen Rosmarin, Chilipulver und Rehhack. Das bekommt ihr auch gerne von einigen Jägern schon fertig durch den Wolf gedreht oder man kann auch gerne die alte, guten Fleischwolf von der Oma wieder aktivieren, um das Rehfleisch einfach da durchzudrehen. Für die Salbei-Butter verwenden wir Butter, Salbei und Parmesan. Jetzt brauchen wir für die Füllung, wo dann später unser Rehhack mit reinkommt, mal Walnüsse. Ich habe die jetzt selber gesucht und gibt ja genügend Bäume draußen, Walnussbäume, wo man welche findet, muss man halt ein bisschen gucken. Und die Bauern haben meistens nichts dagegen, wenn man sich da so viel Eigengebrauch ein bisschen was mit nach Hause nimmt. Und womit man wieder bei der Regionalität unsere Rezepte werden. Das stimmt. Und fürs Reh nochmal, weil wir haben ja jetzt das Rehhackfleisch selber gemacht. Regional, da habe ich das letzte Mal schon drüber gesprochen. Aber vielleicht sollten wir den Zuschauern auch ein bisschen erzählen und erklären, wie es dem Reh so das Jahr über ergeht. Zum Beispiel im Herbst. Klar, der Wald, der geht uns alle an und jeder darf im Wald und in der Natur spazieren gehen mit seinem Hund, mit seinen Kindern, mit dem Fahrrad durch die Wälder fahren. Aber vielleicht ist der Gedanke, einfach ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen, auch mal eine gute Idee. Vor allem im Herbst, wenn die Wälder abgeerntet werden, geht es unserem regionalen Wild nicht gut. Ja. Da spricht man ja von dem sogenannten Ernteschock und das kann sich jeder ja auch mal überlegen, wenn dann tatsächlich im September die Maisäcker abgeerntet sind, dann ist ja auf der Flur draußen überhaupt nichts mehr da. Und wenn sich jemand mal die Mühe macht und vielleicht so am früh rausgeht, vielleicht auch mit dem Hund spazieren geht, den er vielleicht und hoffentlich auch an der Leine führt, dann kann er auch sehen, dass Rehe tatsächlich sehr orientierungslos auf den abgeernteten Maiseckern unterwegs sind und dort die Deckung, die gestern Abend noch da war, einfach nicht mehr finden. Ja, und wo sollen sie denn hingehen ansonsten? Außer man drückt sie wieder in den Wald zurück und dann fressen sie im Wald das, was die Förster und Jagd- und Waldbesitzer nicht wollen, die jungen Triebe ab. Ja, und auch mühsam tatsächlich auch angepflanzt haben. Und das ist eben dieser Spagat, in dem auch die Jagd gerade gesehen wird. Auf der einen Seite wild jagen und hegen, das ist ja auch unser Auftrag, den wir laut Jagdgesetz haben. Auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, mit unserer Jagd, die wir durchführen, für einen gesunden Verhältnis Wald und Wild zu sorgen. Ja, und das ist vor allem, wenn man immer nur die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt, sehr schwierig.
gerade auch zur Setzzeit, also wenn unser Rehwild im Frühjahr, im Mai, im Juni ihre Kitze bekommt, dann wäre natürlich schon auch ein großes Anliegen von uns und vom Jägerverein auch zu sagen, Leute, bitte bleibt auf den Wegen, bitte haltet eure Hunde an der Leine, denn die Kitze haben ja keinen Eigengeruch, die bleiben ja liegen und vertrauen auf ihre Tarnung. Und wenn dann ein Hund vorbeikommt, der dann vielleicht das kleine Kitz auch noch mitnimmt, ja, ist halt nicht lustig, nicht schön. Liebe Zuschauer, wir würden gerne eine Botschaft an euch loswerden. Bitte nehmt Rücksicht auf unser heimisches Wild, denn das ist auch ein Bestandteil unserer Natur. Gerade in Zeiten Mai, Juni, wenn die Kitze gesetzt werden, bitte bleibt auf den Wegen. Lasst eure Hunde an der Leine. Wenn ihr sie gut im Griff habt, lasst sie auch gerne auch im Einwirkungsbereich des Führers laufen, denn Hunde brauchen Bewegung, unsere Jagdhunde brauchen es auch. Eine ganz große Bitte hätten wir beide. Bitte bleibt von Dickungen, von Gehölzen und so weiter fern. Denn das ist die Ruhezone, das ist das Rückzugsgebiet unseres Rehwilds. Dort ruhen sie sich aus und dann können sie auch auf Wiesen und Felder gehen, um dort zu äsen und müssen nicht in den Wald, um dort leider, wie sie es dann auch tun müssen, Bäume, junge Bäume zu verbeißen. Das wäre euer Beitrag zur Waldverjüngung, zum Waldumbau. Dafür bedanken wir uns jetzt schon recht herzlich. Und jetzt machen wir uns über die Füllung. Dazu brauchen wir die gehackten Walnüsse. Und die mischen wir jetzt mit dem Ricotta. Dann geben wir Salz dazu und Pfeffer. Das darf durchaus ein bisschen kräftiger sein, weil das Rehhack ja noch nicht gewürzt ist. Vermengen das Ganze, damit es alles noch ein bisschen geschmeidiger wird, geben wir noch ein bisschen Olivenöl dazu. Naja, so eine Explosion am Herd, die passiert in der besten Küche nicht weiter schlimm, kann man alles wieder richten. Also ein bisschen Olivenöl zu der Ricotta-Masse dazugeben. Jetzt wird das Ganze, man sieht schon, sehr geschmeidig. Man kann das auch sehr gut mischen. Dann lassen wir das einfach mal an der Seite stehen. Als nächstes machen wir uns dann ums Hack und braten das an. So, der Teig hat jetzt eine halbe Stunde geruht. Jetzt kann man kleine Stücke abschneiden und durch die Nudelmaschine lassen, wenn man hat. Wenn nicht, einfach mit dem Nudelholz ganz dünn ausrollen. Aufpassen, dass natürlich keine Löcher im Nudelteig sind. Und dann kann man mit einem Limoglas oder wer hat, mit einer Rolle runde Nudelteige ausstechen. Jetzt haben wir das Rehhack angebraten und jetzt mischen wir und auskühlen lassen. Ganz wichtig, bevor wir es in die Ricotta-Walnussmasse reingeben, dass dann das Ricotta nicht zu flüssig wird oder sich verändert. Und das mischen wir jetzt einfach mal. So, dann ist bei diesem Nudelteig noch mit Eigelb bestreichen. Bisschen Füllung drauf. Das geht zu viel. Dann nehmen wir eine zweite.
Nachdem die Ravioli jetzt wirklich 15 Minuten bei mittlerer Hitze im Wasser gegart haben, fangen wir an und lassen uns jetzt die Butter. In einer Pfanne, in einem Topf. Vorher haben wir uns schon hergerichtet Salbei, frische Salbeiblätter. Die haben wir gewaschen, haben sie trocken getupft und haben sie vom Stiel abgezupft. Und richten uns noch her Parmesan. Den brauchen wir dann hier in die Salbeibutter mit rein. So, dann holen wir die fertigen Ravioli raus, tupfen sie kurz ab. Und fertig. So, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Nachkochen und natürlich beim Essen. Einen guten Appetit.